Du kennst das. Es gibt Verteidiger, die sich weder austribbeln lassen oder sich durch permanentes Trash-Talk beeindruckt fühlen. Da kannst du auf die einreden, was du willst. Er scheint zu stark und übermächtig zu sein, als dass du gegen ihn etwas ausrichten kannst. Was kannst du, kleines Würmchen, schon gegen so ein Apfelriesen tun? Er scheint dich nachbilden, lieben, dominieren zu können. Er macht mit dir, was er will. Du kommst niemals an ihm vorbei. Doch anstatt jetzt in Ehrfurcht zu erstarren, sollte dir klar sein, dass du gegen jeden Verteidiger, egal wie zweikampfstark er auch ist, du eine Chance hast. Nehmen wir mal an, du bist hier und der Verteidiger deckt dich. Jetzt machst du Folgendes. Um sich ihm zu entziehen, lässt du dich zurückfallen. Immer weiter und weiter und weiter. Verteidiger hassen Spieler, die sich zurückfallen lassen, weil sie erstens ihnen nachlaufen müssen und zweitens, weil dadurch, dass sie ihre Position verlassen, sich ein Loch bildet, in das andere Spieler eindringen können. Je weiter du dich zurückfahren lässt, desto größer wird das Loch. Manche Verteidiger folgen dir sogar noch bis hierhin, aber spätestens, wenn du die Mittellinie überquert hast, gilt folgender Satz. Niemals wird der Verteidiger dir folgen. Niemals. Denn sollte er dir folgen, ist er bereits so weit weg vom eigenen Tor, dass er es nicht mehr verteidigen kann. Und schließlich gibt es außer dir auch noch andere, die ein Tor schießen möchten. Die erste Etappe hast du geschafft. Du hast den Verteidiger abgehängt und kannst jetzt aus dem Mittelfeld heraus dein Spiel machen. Sei es durch schnelle Pässe oder den gepflegten Spielaufbau. Diese paradiesischen Zustände bleiben leider nicht ewig so, denn irgendwann wird ein Spieler aus dem Mittelfeld sich auf den Weg machen, um dich zu stören. Deshalb spiele den Ball, sobald du ihn bekommst, so schnell wie möglich wieder ab, damit der Gegenspieler keine Chance hat, dir den Ball wieder wegzunehmen. Einen Fehler darfst du jetzt auf gar keinen Fall machen, und zwar zu denken, nur weil du den Verteidiger abgeschüttelt hast, kannst du jetzt alles im lockeren Trab erledigen. Denn zweikampfstarke Verteidiger lauern nur darauf, dir den Ball leicht wieder wegnehmen zu können. Darum halte das Tempo auch bei einem Sprint immer hoch.